Neue Fossilien des Homo sapiens aus der Ilsenhöhle in Ranis-Thüringen wurden auf etwa 45.000 Jahre datiert. Sie sind damit die frühesten Homo sapiens in Mittel- und Nordwesteuropa und belegen, dass bestimmte technologische Errungenschaften nun doch nicht dem Neandertaler zugeschrieben werden können. Diese Entdeckung verändert das Verständnis der Besiedlungsgeschichte Europas, da Homo sapiens und Neandertaler auch in Mitteleuropa offensichtlich über Jahrtausende nebeneinander existierten. Die Ausgrabungen des internationalen Teams zeigten auch, dass die frühen Homo sapiens sich an kalte klimatische Bedingungen anpassten und komplexe Steinwerkzeuge herstellten. Die multidisziplinäre Studie ist ein neuer Meilenstein der Erforschung der frühen Homo sapiens-Einwanderungen nach Europa und liefert weitere Erkenntnisse über das Leben dieser frühen Siedler.